Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Attila mit den Weströmern. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen versuche, meine Stimme zu schonen. Ich habe jetzt gerade 5 Tage Gamescom hinter mir gehabt und meine Stimme ist einfach nur im Arsch. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wo wir stehen geblieben sind. Das ist jetzt schon gut. Anderthalb Wochen her, seitdem ich das letzte Mal Total War Attila gezockt habe. Ich weiß aber, dass wir unten die Provinziellen, also die, wie ist denn jetzt nochmal, die Septimanen ausschalten wollten. Jetzt so die Frage: Möchte ich deren Stadt übernehmen? Würde ich eigentlich schon gerne. Vor allem, weil sie mir auch Zufriedenheit bringt in dieser Provinz, die ich wirklich brauche. Und auch Wein als Ressource, was auch nicht schlecht ist, was Geld bringt. Eigentlich möchte ich die einnehmen. Aber das können wir erst nächste Runde machen, wie ich sehe. Gut. Ist kein Problem. So. Schauen wir mal durch. Wir haben jetzt hier noch ein paar Ereignisnachrichten gehabt. Agent entdeckt ist mir jetzt egal. Oh! Lateinische Christen sind es jetzt geworden. Das ist sehr schön. Auf Anhieb sind die mir wieder wohlgesonnen. Finde ich gut. Finde ich gut. Die Maori mögen mich immer noch nicht. Aber das wird besser. Finde ich gut. So, was haben wir noch für Meldungen hier? Provinz umstritten, Tarraconensis. So. Ja, das bin ich mir bewusst, da wollten wir auch noch hin, stimmt. Baue Brunnenanlage in Brigantum Galicia. Okay. Nahrungsmittel haben wir gerade keine Probleme, finde ich schön. Okay. Oh. Jetzt habe ich einen verloren gehabt. Ich meine nicht, aber egal. So, das ist ordentlich Gravitas. Jetzt müssen wir ja gucken, ob wir irgendwie was hier machen können oder so. Du bist so eine Tochter. Du hast keinen Gravitas. Okay, wir haben ganz schön schlechte Macht immer noch. Wow! 104. Okay. Greifen wir direkt den hier an, den besten von denen. Mal sehen, ob du das schaffst. Wie viel brauchen wir hier? 30 Einflusskosten, okay. Okay. So. Hier drüben wollt bestimmt auch noch Siskia angreifen. Am liebsten würde ich Siskia ja zerstören. Weil dann ist die Region hier weg. Ich könnte es aber auch einnehmen als Puffer. Dass ich weiß, wenn was passiert. Wäre auch eine Möglichkeit. Die Garnison ist sowieso nicht drin. Das ist sowieso noch ein Vikus, glaube ich, hier. Ja, von daher. Scheiß drauf. Die Blutreiter möchte ich auch noch ausschalten. Okay. Wir haben jetzt noch Geld übrig. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir das Geld rein investieren? Das ist nämlich eine sehr gute Frage. Gucken wir mal. Nahrung haben wir gerade. Können wir vielleicht in Carthaginensis irgendwie ein bisschen Geld rausholen? Wir haben hier eine gute Wohlstand. So war das nochmal. Hier, 2400. Mittlerweile haben wir jetzt hier auch schon 1996. Wie haben wir das da eigentlich jetzt gemacht mit Tarraconensis? Die Taberne oder Fischereipier. Und das Mionicolumpum, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Okay. Durch so eine Sache haben wir das gemacht. Okay, wie sieht es hier aus? Wir haben hier noch einen Platz frei. Wir haben Handelspier hier. Das bringt uns schon mal alleine 900. Aber wie sieht es hier eigentlich jetzt aus mit der
Karthago Nova. Wow. Wow, wir haben sogar einen schlechten lokalen Handel. Wir haben auch einen schlechten Seehandel. Schlechte Industrie und schlechte Subsistenz. Also eigentlich nicht ohne, dass wir trotzdem zu viel verdienen hier. Wir könnten wesentlich mehr verdienen, wenn wir zum Beispiel hier eine Flotte aufbauen würden. Okay. Piraterie, 27%. Die Krankheit, die ist auch gerade ein ganz schönes Problem hier. Minus 10% wohl schon von allen Gebäuden. Alter. Dann bauen wir mal am besten auf Sauberkeit. Ich glaube, das hilft uns hier am meisten. Dann können wir hier ein bisschen mehr Sauberkeit wieder anbringen. Ja. Gut. Okay. Ich mache mir Sorgen um Ortomagus oben, weil hier oben eine ganze Armee ist halt. Vielleicht kann man mit den Briten irgendwie Frieden eingehen. Sagt uns eure Bedingungen. Nein, wollen sie nicht. Okay, dann wollen wir einfach die Runde beenden. Mehr kann ich da jetzt nicht. Asia, kann ich mit denen handeln? Im Namen meines Volkes willkommen. Und auch von mir. Nee, kann ich nicht. Die Garamanten vielleicht? Ich werde euch die Ehre erweisen, euren Bedingungen. Wir brauchen dringend Purpur noch als Ressource. Eigentlich möchte ich deswegen auch bald irgendwann mal Afrika angreifen. Aber erstmal müssen wir hier Ordnung haben. Gegen die Briten möchte ich noch kämpfen. Gegen sämtliche britannischen Stämme hier. Bevor ich weitergehe, im Osten läuft es ja noch ganz gut und solide. Okay, Luvarum ist wirklich komplett zerstört. Aber da jetzt hier gerade eine Armee drin ist, können wir die ruhig mal ein bisschen pushen. Ginge eigentlich. So, ich hatte es irgendwie noch in Erinnerung gehabt, dass wir die Stadt hier eigentlich mal zu einer Industriestadt machen müssten. Wo hat es hier angeboten? War was? Wegen dem Holz, glaube ich. Ja, genau, wegen dem Holz. Sollten wir Industrie bauen. Okay. Beenden wir mal die Runde. Ja, ist mir jetzt auch egal. Wir werden das Ding jetzt so rocken müssen. Da ich, dass wir die Hunde da hinten jetzt zurückschlagen konnten, haben wir da erstmal einen Moment lang Ruhe. Finde ich sogar echt gut, Leute. Okay, da versucht mein General zu greifen. Mit seinem Agenten. So, jetzt wird es gleich interessant. Was machen die Hunden? Die sind nämlich als nächste dran, ne? Oh shit. Oh shit. Viele, viele Pferde. Was haben wir für eine Karte? Wenn wir viel Wald haben, ist das machbar, aber wenn wir das nicht haben, ist das nicht machbar. Hier drüben im Hügel. Ich weiß nicht. Ich will es nicht wagen. Wir kriegen ja noch Verstärkung, das ist gut. Okay, Leute, wir werden eine Schlacht gegen die Hunden haben mit unserer extrem unterlegenen Armee. Wir haben Wald und Hügel. Hier drüben würde sich was machen lassen, zum Beispiel. Okay, wir haben den Vorteil, dass wir halt wirklich Unterstützung bekommen noch von den Illyrern. Ist nicht viel, aber es ist was. Jetzt spielen wir das Gefecht selber, Leute. Ich nehme an, im Wald haben wir die sicherste Position. Okay, die Blutreiter. Es sind überwiegend nur Nahkampfkavalleristen, das ist gut. Die können mich gegen meine Speerträger ja nichts ausrichten. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Okay.
Ob ich meine Kavallerie irgendwie einsetzen kann, wird eine Frage. Wäre natürlich sehr geil. Wenn das geht. Na gut, wenn wir jetzt auf jeden Fall die Hunde hier zurückschlagen können, dann wäre das schon mal ordentlich. Haben mich die Hunde wieder zermalmt. Was cool wäre. Wirklich, wirklich cool. Ey, ihr wollt gerade gar nicht wissen, wie scheiße warm das hier meine Bude ist. Ich schwitze so sehr. Ich könnte schon als Wasserspender fungieren. So schrecklich ist das. Auf Knopfdruck. Ih, ist das lecker. Yummy, yummy. So. Hier hinten wäre natürlich perfekt für mich. Hier hat doch keiner die Grillaufstellung von mir. Na gut. Ihr seid hier. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Einfach hoch, bitte. Oh, ich verstehe den Kopf von hinten. Das ist böse. So, spür mal vor, bitte. Okay. Ist natürlich bitter für ihn jetzt hier, aber gut. So, wo stellen wir jetzt alle hin? Hier bitte ein. So. Hier nochmal ein. Oh, ich mach so eine richtig schöne Noob-Box hier, Leute. Yeah. So. Haftstellen mal hierauf, bitte. So. Bisschen dahinter, bitte. Euch hier hin. So, die stellen wir mal hier hin. So. Du bleibst am besten hier irgendwo. Und die hunnischen Schwertkämpfer stellen wir noch im Hintergrund auf. So, passiert da was? Nö. mein Freund lässt sie auch in Ruhe. Finde ich gut. Die werden noch gar nicht gesehen von dem, von daher. Was sind dabei? Legios. Kommt der Hänse Speerträger. Kundschaft der Equites und Sagittarii. Was ihr auf den Befehl hier hört. Uah. Gut, dann eben nicht. So, Brandfalle werden wir auch gleich aktivieren hier bei denen. Ich wollte natürlich für Feuer sorgen, für Moralbrüche. Bei meiner sind natürlich genauso, das ist das Problem. So, ab in die Schildkröte bitte. Leute. Super. Super. Die Wahrscheinlichkeit, dass er von hier drüben kommt, ist sehr gering. So, mal sehen, wann er mich bemerkt. Gleich wird der Wald hier brennen, Leute. Muhahaha. Dahin kommt die Verstärkung. Wenn wir den General killen können hier. Wäre schon echt nice. Hier scheint er zu sein, der mit dem Pfeil und Bogen dort. Okay, er lässt sich schön Zeit hier.
Wir haben echt noch Söldner aus der Wüste. Wo sie in Afrika waren. Das ist schon krass. Was die alles so für Sachen noch haben. Na gut, mein Vorteil ist einfach mal, dass ich jetzt wirklich genug Sperrinfanterie habe, um eigentlich die Kavallerie weitestgehend zu behindern. Okay. Gleich geht's los. Automatisches Feuer schalten wir erstmal noch aus. Ich warte, bis er drin ist. Er soll schon schließlich ordentlich zerschossen werden hier. Ja, das macht doch mal hier. Gibt's da. Was sammelt sich denn hier drüben? So ein riesengroßer hundischer Klumpen. Okay, gut. Wenn es funktionieren soll, dann mach. Der Feind hat unsere verdeckten Truppen gefunden. So, der Charge hier drüben rein. Jetzt geht's los hier. Okay. Schick mich heute jetzt hier mit rein. So, hier rein mit euch bitte. Jetzt brennt's hier. Jetzt brennt die Luft. Muhaha. Boah, es ist schon krass, wenn hier. Wenn es hier losgeht mit dem Feuer. So, zurückbleiben bitte. So, die Kaffee fällt ja schon einiges aus hier. Super, die Kamele werden jetzt hier auch ausgeschaltet. Finde ich gut. Super. So, und ich bin nach hier drüben. Schnell. So. Okay. Da brennt es auch wieder. Das ist irgendwie wirklich sogar noch gewinnen hier. Finde ich auch cool. Haha. Geil. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Okay, hier drüben bitte mal mitkämpfen. Haha. So, hier mitkämpfen bitte schnell. Wo ist der General? Da ist der. Mitkämpfen. So. Okay. Auf jeden Fall schon mal wieder gut aufgeräumt hier. So, helft mal bitte mit hier. So. Okay. Auf Information bitte. Wir schnappen uns jetzt hier drüben die Steinschütter. So. Super, der General ist auch gleich weg hier. So, Angriff. Okay, die sind auch fertig hier. Zurück mit euch. Super. Okay, schießt doch jetzt hier drauf los. So. Na, wo kommen die Pfeile? Ah. Signalgeschoss ist angekommen. Okay, schießen wir wieder drüben drauf. Alter, der Truppe total zerschossen gerade hier. Kann ich nichts machen. Okay, spur einfach vor und hoffen, dass wir überleben. Unsere Männer fliehen vom Schlacht. Die Männer verlieren die Hoffnung. So. Schildkröte bitte. Schildkröte. Ach, gut gewonnen. Hehehe.
Geil. Einfach mal geil, Leute. Denn wir haben gewonnen. Wir haben die Hunden gerade echt zurückgeschlagen mit einer ziemlich unterlegenen Armee sogar. Aber okay, wir hatten auch ganz schön hart gekämpft, aber okay. Lassen wir das mal so da hingestellt. Hauptsache ist, wir haben gewonnen. Yay! So. Flavius Silico. Aufgestellt. 1627, Verluste 875. Verbleibend 752. Yay! Damit könnten wir noch die Gepiden angreifen sogar. Wäre noch drinne. Ich glaube, ich habe auch keine einzige Einheit verloren. Hier finde ich auch gut. Das war nämlich bitter notwendig, dass ich keine verliere. Aber naja, was soll man machen? Das ist geil. Ich finde das cool, dass wir jetzt hier mal erstmal gewonnen haben. Wieder die Hunde zurückgeschlagen. 12% können wir wieder aufbauen hier. Boah. Ist echt heftig. Dass wir die Hunde echt ein weiteres Mal zurückschlagen konnten. Finde ich cool. Also wir sind unheimlich resistent gegen die Hunde bis jetzt. Finde ich gut. Wir haben die schon so oft zurückgeschlagen. Und die haben schon viele ihrer starken Armeen verloren. So, Syrakus. Ich hoffe mal, ich krieg die Hunde noch. Oh nein. Das ist jetzt ein richtiger Arschloch-Move. Leute. Wie soll ich mich dagegen wehren? Oh, scheiße. Mann, ich wollte Gepiden angreifen, ihr scheiß Quaden. Euch werde ich alle töten. Euch, eure Söhnesöhne und eure Söhnesöhne. Und immer so weiter. Bis zum bitteren Ende. Na gut. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns nächste Folge wieder mit einer 1:2 Schlacht. Yay. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.